doch heute reichlich schwer, müssen wir ein bisschen was dampfen. Alles klar. Ja, zum Startabbruch ziemlich ausgereizter Takeoff, das heißt mit zunehmender Geschwindigkeit nehmen die Gründe rapide ab, weshalb ich den Start abbreche. Am Ende ist es dann wirklich nur noch Engine Fire Failure oder Not Flyable. Okay, gut. So, hinten ist auch so, fast zu. Das sieht ja gut aus. So, hier ist nochmal ein Wetter. Ja. 2016, Light Snow, Variable at 1. Ja. Minus 2 über minus 4. Minus 2 über minus 4, ja. Ja, gut. Ja, so weit aus könnte es losgehen. Ne? 45 ist Schedule, ne? Ja, das werden wir nicht schaffen. Nee. Ja, okay, der Cockpit-Checklist. Cockpit, bitte. Gippens. Removed. Pedostatic. Checked. Oxygen. Checked. Checked. Altimeters. 1016-360. 1016-360. Autobrakes. Autobrakes, RTO. Fuel. 117 tons. Fuel control. Cutoff. Passenger signs. Passenger signs on. Cockpit checklist completed. So, ich bin mal aus allem raus. Ja, ne? Alles klar. Ansage. Einen recht schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr Kapitän, mein Name ist Norbert Wölfle. Ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord auf unserem Flug nach Los Angeles. Mit mir im Cockpit Kapitän Rainer Lange und Senior First Officer Matthias Bauer. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute unsere Gäste sind und ich hoffe, Sie werden sich wohlfühlen bei uns an Bord. Wir sind in Kürze mit allen Vorbereitungen fertig und dann wird es auch losgehen. Allerdings, aufgrund der Wetterlage müssen wir das Flugzeug noch enteisen. Und das wird ein paar Minuten dauern. Trotzdem rechne ich mit einer pünktlichen Ankunftszeit in Los Angeles. Und ich werde Sie dann unterwegs über die Details der Flugstrecke informieren. Recht schönen Dank. Ich bin bestimmt schon 4-5 Jahre nicht mehr enteist. Bin da immer drum rumgekommen. Okay. Ich war letzte Woche in Dubai und da musste ich hier auch enteisen. Gab es ein bisschen Delay, aber es war ziemlich heftig an dem Tag mit Flugausfällen und so. Das ist schon gut jetzt, ne? Mit unserem Werk. Ja, das ist genial. Ich finde das so gut. 6686 for taxi to the icing pad, contact 1175. Toll, ne? Ja, ist richtig, richtig gut. Tschüss. Cockpit, ihr Boden. Ja, bitte? Ja, ihr Boden, kann die Power up? Ja, die kann weg. Okay. Aber wir haben Dogs. Schreibt er. Also dann machen wir mal 15 Grad da hinten rein. Muss doch irgendwas anmachen. So, ja, meine Damen und Herren, das Flugzeug ist jetzt enteist worden. Wir sind fertig. In Kürze wird es dann auch losgehen. So, ich habe ein Pack wieder angemacht. Perfekt. Sehen Sie hinter uns was? Ist da was los? Ja, also auf Alpha 19 wurde gerade nicht ausgedrückt. Der steht da hinten. Okay. Sag mal, jetzt wäre es dann schon recht, wenn wir mal dran wären so langsam. Luft in der 456. Dürfen wir hinter dem 321? Ja, stand by. There is inbound traffic and one outbound expected in 1 minute. Alles klar. Dann müssten wir dran sein. Luft in der 456 after outbound company above 321. Pushback is approved behind. Luft in der 456 behind the next outbound 321. Pushback approved behind. Siehst du den? Nein. Also ein 321 ist eben schon raus. War der das? Nee, der rollt von Alpha 1 raus. Der hat schon Triebwerke gelaufen, ist schon komplett fertig. Halbe Minute ist er durch. Wunderbar, danke. So, Steuerungsbesteckbremse ist gelöst, Pushback beginnt und Triebwerke sind klar zum Anlassen. Jawohl, alles klar, die Blockzeit 25 und den Delay bitte auf das Enteisen. Okay. So, Engine 4 and 3 Start. Pushback beendet. Bitte Bremse setzen. Bremse ist gesetzt. Schleppgerät und Steering Pin bitte entfernen. Okay. Engine 2 and 1 start. Luftnummer 456, ready to taxi, contact 1175. Luftnummer 456, taxi 1175. Danke, tschüss. Die laufen gleichmäßiger, ne? Ja. So, Stauschmittelschlaffer sind entfernt. Der Flugzeug zum Rollen fertig machen. Freizeichen links. Dankeschön, bis die Tage. Tschüss. Okay, auf die Afterstart-Items. So, Flight Controls. Ja. Hallo,
Ja, er läuft. Er läuft. Frankfurt, schönen guten Tag. Lufthansa 456, Request Taxi. Lufthansa 456, guten Tag. Taxi, holding point 25 right, via Golf and Alpha, Mondschein auf Delta West. Golf and Alpha to hold short of Delta West for 25 right, Lufthansa 456. Rechts frei. Lufthansa 2 Alpha Romeo, follow the following car, 1-2-Victor-170. Cabin ready. Cabin ready, wunderbar. Die Wege sind alle ganz schön frei. Würde ich auch sagen, ne? Ja. Ja, Taxi-Items. Ja, Taxi-Checklist. Taxi-Flaps. Flaps 20. 20, can report. Received. Taxi-Checklist completed. Ja, an Departure Route hat sich nichts geändert. Engine-Failure auch wie besprochen. Startabbruch ebenso, ne? Genau. Hold short of Delta West. Lufthansa 0102, 200 degrees 3 knots, 25 right, clear for takeoff. Lufthansa 456, Delta West, hold short, 25 right. So, Delta West ist hier. Ja. Aber Wind ist schwach von vorne. Ja. Lufthansa 456, wir haben der Airbus 319, short final, line up 25 right behind. Lufthansa 456, wir haben next landing 319, line up 25 right behind. Ja, take off items. Ja. Take off checklist. Take off packs. Packs 2 and 3 off. Out of throttle. Armed. Take off data. Confirmed. Confirmed. Wie gerechnet, ne? Ja. Airplane 612, right and out, 1275, tschüss. Right and out, 1275, 612, schönen Tag, tschüss. Danke auch. On runway 25, right. Lufthansa 456, wind 280 degrees 5 knots. Runway 25 right, clear for takeoff, tschüss. Lufthansa 456, clear takeoff, 25 right, tschüss. Take off. Take off power set. Gear up. Frankfurt, schönen guten Tag, Lufthansa 456, passing 1000, climbing 5000.
Studio Lufthansa 456, climbing 10 level 70, high speed approved. Lufthansa 456, climbing 70, high speed. Departure Northwest 815 is with you, climbing to 5000. Southwest 815, good morning, climbing 10, flight level 70. Ja, der linke Autopilot fliegt. Ja. Lufthansa 456, proceed to B-Bus now. Lufthansa 456, direct B-Bus. Schön, Sonne in Sicht. Lufthansa 456, Contact Maastricht, down 132615. Lufthansa 456132615, tschüss. Ah, den werden wir gleich überholen. Ja, das geht schnell. Der ist langsamer als wir. Delta 791 leveling, flight level 310. Level 791, climb to 50340, redirect to Pano. Okay, flight level 340, direct to Pano, Delta 791. Southwest 248, no navigation, direct to Lufthansa. Lufthansa 456, contact London on 126.780, roger. Lufthansa 456, 126.780, danke, tschüss. Peter. Norbert. In 10 Stunden sind wir da. Jo. Versorgt seid ihr, erst versorgt? Alles okay. See you later. Jo. Bis gleich. Okay, dann mache ich mal eine Ansage. You have control. Bin raus aus allem. Ja, meine Damen und Herren, nochmals kurz hier, Kapitän. Ich möchte Ihnen jetzt einige Informationen zu unserer Flugstrecke geben. Die Reiseflughöhe im Moment 10.400 Meter und wir haben Amsterdam bereits hinter uns gelassen. Es geht weiter ein Stück über die Nordsee und dann über England an Manchester vorbei Richtung Irland. Wir werden dabei die Stadt Dublin überfliegen. Von dort aus dann hinauf auf den Nordatlantik, den amerikanischen Kontinent, erreichen wir über Labrador in der Nähe von Goose Bay. Und von dort geht es dann weiter an der südlichen Spitze der Hudson Bay vorbei Richtung Chicago. Von dort dann über Denver und Las Vegas nach Los Angeles. Genießen Sie nun Ihren Flug, machen Sie es gemütlich bei uns an Bord. Ich werde mich dann vor der Landung in Los Angeles nochmals mit den letzten Wetterinformationen bei Ihnen melden. Recht schönen Dank. So, ich bin wieder da. Ja, hier war nichts Neues. Okay, I have control. You have control. Oh, ich freue mich auf LA, ja. 20 Grad und sonnig. Jetzt haben wir die Freigabe bekommen und vielleicht ganz schön zum Sehen heute. Die Strecke haben wir so bekommen wie vom Dispatch in Frankfurt gerechnet. Da ist unsere Flugnummer drauf, wo wir hinfliegen. Und jetzt speziell eben für den Nordatlantik die Flugstrecke. Hier sind die Koordinaten, das heißt 56 Grad Nord, 20 West, 57 Nord, 30 West, 57 Nord, 40 West und 57 Grad, 50 West. Und dann geht es dann in Kanada weiter über die Punkte Lodge und Foxy. Das ist jetzt eine Streckenfreigabe. Das vergleichen wir mit dem, was im Flight Management Computer drin ist und dann stimmt auch die Navigation. Wir haben ja jetzt die Freigabe erhalten über Nordatlantik und was wir jetzt machen, wir zeichnen jetzt diese freigegebene Route in die Karte ein. Hier oben ist also Norden, hier unten ist dementsprechend Süden und hier diese weiße Fläche, das ist Grönland und das Blaue ist alles Wasser. Hier ist Europa, hier drüben und hier geht der kanadische Luftraum los. Wir fliegen jetzt hier von Resno. Der Norbert eben ansprach, nach zu unserem ersten Punkt, das ist 56 Nord, 20 West. Dann geht es weiter zum nächsten Punkt, 57 Nord, 30 West. Hier ist dann nochmal eine Grenze eingemalt in der Karte. Es gibt also zwei
zwei verschiedene Fluglotsen auf dem Nordatlantik. Das ist einmal Shannon auf der einen Seite und Gender macht das auf der kanadischen Seite. Und das wissen wir hier, hier ist die Grenze und hier müssen wir dann den Kanadier auch rufen nachher, wenn wir dann dort angekommen sind. Easy 192, climb flight level 330. Climb level 330, Easy 192. So, und das Einzeichnen, das macht es uns eben leichter, dann später die Route nachzuverfolgen. Und man sieht, hier sind so viele einzelne Kreuze und Punkte drauf und das ist schwer, die Koordinate zu finden. Und so wissen wir genau, wo unsere Route lang verläuft. Eins der wirklich einschneidenden Erlebnisse hatte ich bei 9/11 im Jahr 2001. War ich auf dem Weg nach Washington, an ganz ähnliche Flugstrecke wie heute. Und als wir erfuhren, was passiert war in New York, war mir sofort klar, dass wir da nicht hinfliegen können, dass dann eine Ausweichlandung in Gander, Goose Bay oder Halifax stattfinden würde. Und wir waren in der glücklichen Lage, dass wir eben noch nicht weit genug waren und noch genug Sprit haben, um umzudrehen nach Europa und sogar nach Frankfurt zu fliegen. Und es war mein längster Flug von Frankfurt nach Frankfurt, etwa knapp 8 Stunden, 7 Stunden, 50 Minuten. Ne? Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es richtig war, dass wir umgedreht haben und nach Frankfurt zurückgeflogen sind. Lufthansa 456, contact Shannon 131.150. Lufthansa 456-131-150, okay? Shannon, good morning, Lufthansa 456, flight level 340. Lufthansa 456, Shannon, good morning, identified. Thank you, and we would appreciate Director Resno if available. Lufthansa 456, Shannon, clear Director Resno. Ja, super. Lufthansa 456, Director Resno, thank you. Lufthansa 456, your time restriction at Resno is to cross at 1135 or later. Morning, Shannon, Delta 65, level 280. Delta 65, Shannon, good morning to you, identified. American 171, Shannon, contact Shannon Control, 135.985, goodbye. 135.985 for American 171, bye.